Meine sehr verehrten Damen und Herren, die drei Kanakenkinder haben sich wieder... Ich werde elf. Nennt mich keine Kinder mehr, okay? Ich bin elf bald. Und vor allem Kanakenkinder ist ein bisschen schwierig, heutzutage zu sagen. Kanakte Menschen. Leute, und außerdem bitte nennt mich dann kein Kind mehr, weil ich werde dann elf sein bald. Ja, Leute, nennt Sano kein Kind mehr. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ali Baba Nurin. Willkommen zu einem neuen Video. Diese drei Ausländerkinder haben sich wieder versammelt, um für euch Witze vorzulesen, die von euch... Was? Das sagst du jetzt now. Bitte nennt Sana kein Kinder mehr. Die drei Ausländer haben sich versammelt, um für euch Witze vorzulesen, damit ihr gemeinsam mit uns lachen könnt. Ich habe euch vor ein, zwei Wochen auf Instagram und Snapchat darum gebeten, mir Witze zu schicken für eine neue Witze-Episode. Es läuft folgendermaßen ab. Wir sitzen hier und ich lese die Witze vor und meine Schwestern reagieren darauf. Meine Schwestern? Das hört sich so komisch an. Ich versuche das Video heute besonders lustig zu machen. Ich bin auch deine Schwester. Das ist ja, ey, du bist es schon, weißt du. Und aber sie auch. Ja, also, ja, du bist schon, weißt du. Es stimmt schon, weißt du. 80% der Witze sind von euch, aber ich habe mich auch natürlich im Internet schlau gemacht und ein paar Witze von anderen YouTubern... Ist immer wichtig, okay? Für euch. Und ein paar Witze von anderen Leuten geklaut, also falls einer von euch mal ein... Pepsi ist immer wichtig, gucke, Leute. Pepsi ist immer gesund und Magen... Energie machen, okay? Oh mein Gott. Magen Energie machen. Sano, es ist 20.45 Uhr. Ja, dafür brauche ich halt Energie. Wir fangen an mit dem ersten Witz. Wenn man die Beziehung mit einem Clown beendet, ist dann Schluss mit lustig? Oh mein Gott. Erstens, ich verheirate nicht mit einem Clown, weil ich nicht so wie ein Fan bin bei einem Clown. Okay. Ich mag keinen Clowns. Erstens, sie machen Angst. Zweitens, die schon ein bisschen verrückt. Warte, geht es jetzt darum, Witze zu kommentieren, oder? Nein, es nein. Geht's. Kann ich euch sagen? Ja, ja, kommentieren. Und drittens, ich weiß schon alle Tricks von Clowns. Ich weiß schon längst. Wenn ich immer einen kleinen Kindergeburtstag frage, dann bin ich immer so bei Clowns. Ja, super. Super. Warum klauen Russen immer zwei Autos? Weil die Stranger Things sind sie, weil die immer böse sind. Sie haben dem Steve eine Watsche gegeben. Hast du nicht einmal bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo es darum ging, wer schneller Eistee trinkt, die Eisteeflasche austrinkt? Was? Ja, hast du gemacht. Was heißt das? Ich erinnere mich. Was für ein Wettbewerb soll das gewesen sein? Das war irgendwo, da standest du auf der Bühne und da standen drei Leute und du warst in der Mitte mit drei Eisteeflaschen. Wer zuerst die Eisteeflasche austrinkt, gewinnt. Du hast mitgemacht. Ich erinnere mich. Wahrscheinlich hast du das geträumt, Sarah. Nein, ich hab's nicht geträumt. Das war irgendwo bei Rathaus dort. Da hast du den Scheiß gemacht. Ich frag mal Mai, dann glaub mir. Ah. Ah, jetzt macht's Klick. Und wo war ich? Du warst noch, oh mein Gott. Da warst du noch ganz klein. Da warst du so ein... So klein. Miststück? Miststück? Ein Miststück? Nein, Sandra, du kannst dich nicht selber beschimpfen. Oh, ich glaube, du weißt nicht, was ein Miststück ist. Kann ich eigentlich jetzt mit dem Witz weitermachen? Ja, okay. Warum klauen Russen immer zwei Autos? Warum? Die Antwort, sie müssen auf ihrem Heimweg noch durch Polen. Verstehst du ihn, Sano? Okay, schau, ich erkläre dir ihn. Oder ich erkläre ihn dir. Schau, Polen-Witze, da geht es meistens... Polen? Ja, hör zu. Polen... Polenallergie? Nein, nicht Polen. Es gibt die Polen. Das ist und Polen, wo ein Land ist. Ja, genau. Genau, wo ein Land ist. Ja. Und schau, du... sollst das jetzt nicht ernst nehmen. Das sind nur Witze. Es gibt die Polen-Witze, da geht es meistens um Clown. Man sagt, dass die Clown. Aber das stimmt nicht, okay? Das sind nur Witze, aber das darfst du nicht ernst nehmen. Hier stehen auch. Verstehst du? Und ein Russe klaut zwei Autos, weil er dann noch durch Polen fährt und das eine wird ihm geklaut, dann hat er eins für sich. Wenn du niest und gleichzeitig pupst, also furzt, macht dein Körper einen Screenshot. Sag's doch halb weiter, aber bitte nicht weiter. Unabsichtlich. Ich hab's schon gehört. Okay, aber hast du dann einen Screenshot gemacht? Nein, warum sollte ich? Ich wollte ein Schuhgeschäft neben meinem Supermarkt aufmachen, aber der Slogan Schlappen für Lappen kam nicht so gut an. Schau, Schlappen, das ist... Eine Watte gibt es? Nein. Es ist so wie Schlappen, also Schuhe, okay? Das, was man an den Füßen anzieht. Was Mama hat. Ja, was deine Mutter hat. Schlappen für Lappen. Ja. Und Lappen ist so jemand wie Marci zum Beispiel. Oder so jemand wie er selber. Wie Marci zum Beispiel, okay? Und ein Mensch.
Aber ihr nicht unbedingt. Mir, aber ihr sollt mir das genau erklären, nicht ein Mensch, wegen dann verschiedene. Schau, ein Lappen ist ein Wischmopp. Okay? Ja, habe ich auch gemacht. Aber man kann auch Menschenlappen nennen. Nennen. Das ist also da ist ein Lappen. Nein, ich bin kein Lappen. Du bist ein Dummkopf oder so. Kannst ja. auch Lappen. Du kannst dann Dummkopf Lappen. Lappen sagen. Ich bin kein Lappen sagen. Ja, genau. Lappen. Er ist ein Lappen. Ich bin so gut. Wir haben ein zu Hause, Lappen ist. Der ist. Was ist weiß und fliegt nach oben? Ja. Gott. Ich meine, ich weiß nicht, nein, das hört sag sich, nichts, sag das nicht. Hört sich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gebe einfach die Antwort, okay? Und zwar eine behinderte Schneeflocke. Aber Sanas Antwort war auch nicht schlecht. Da kann ich dir nichts erklären. Was fängt mit Z an und kann schwimmen? Bademeister. Ich liebe Sanas Antworten. Sanas, ein Bademeister kann zwar schwimmen, aber fängt nicht mit Z an. Ja, aber es ist ein Bademeister und er ist dort im Schwimmbad. Aber es fängt mit, Bademeister fängt mit B an. Es sind zwei Enten. Rollstuhlfahrer schreiben nur Einser in der Schule, aber bleiben trotzdem sitzen. Ich will gar nichts sagen. Wer darüber lacht, kommt in die Hölle. Und du willst lachen. Ich seh's. Du willst lachen. Nein. Wie kann man... Hast du ihn verstanden, den Witz? Weißt du, wer über sowas lacht? Sarah, ich sehe es in deinen Augen. Du lachst nicht mit deinem Mund, du lachst mit deinen Augen. Das stinkt voll. Oliver, hast du hier gefurzt? Nein, Sarah, ich furze nicht aus dem Arm, okay? Sieh mal. Leute, das doch, ist meine das Jacke. Hast du früher gemacht, hast du immer so den hier gemacht. Ah ja, stimmt, ich kann... Ah, nein! Warte. Nein! Das eins der Talent. Ey, das ist Deo schon. Oh, nein. Okay. Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Ah, das wusste ich. Er rechnet mit Brüchen. Genau. Was? Kannst du es mir erklären? Sana, schau, mit Brüchen rechnen, das machst du noch nicht. Deswegen ist es schwer dir zu erklären, aber ja, das ist in der Mathematik, okay? Eine Rechenform. Mit Brüchen. Das ist nein, schau, lass das. Wir beide wissen, ich kann es besser. Also oh schau. Mein Gott. Du hast bisher multiplizieren, addieren, subtrahieren gemacht, gell? Also addieren, subtrahieren hast du gemacht, gell? Anscheinend nicht. Achso, Entschuldigung, Plus und Minus hast du gemacht. Mhm. Und mal auch, ja. Gell? Aber es gibt auch Bruchrechnen, heißt das. Mhm. Da steht eine Zahl und dann ein Strich und dann noch eine Zahl. Und das nennt man Bruchrechnen. Eine Zahl, Strich, Buchstabe. Oben eine Zahl, Strich, unten eine Zahl. Ja. Genau, und das nennt man Bruch. Ich meinte, es heißt jetzt mehr erklärt. Oh, shit. Ja, genau. Und das nennt man Brüche. Verstehst du? Ich meinte aus dem Sahal. Okay, ja, danke, Sahal. Schau, alles kommt zurück im Leben. All deine adoptierte Witze. Ja, mein adoptierte Bruder. Kann ich bist weiter du machen. Von Joker adoptiert oder oh, Superman? Joker. Leute, schaut euch Joker an, der beste Film des Jahres. Eine Mutter hat Zwillinge, Tim und Tom. Tim lacht und lacht. Die Mutter fragt, Tim, warum lachst du so? Tim antwortet, weil du Tom zweimal gebadet hast und mich nicht. Was? Sowas findest du witzig? Wirklich? Wow. Leute, Sarah möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, die sich letztens bei uns zu Hause ereignet hat. Genau. Vorgestern war das, glaube ich. Kam Sana von der Schule und war sehr blass und hat behauptet, sie hat ihr Handy verloren. Sie hat gesagt, sie hat ihr Handy in der Schultasche noch gehabt in irgendeiner Pause. Und dann hatte sie, glaube ich, Backen und Kochen am Nachmittag. Und sie musste uns immer anrufen, wenn sie aus hat. Und als sie aus hatte, war das Handy plötzlich nicht mehr da. Okay, hat sie gesagt. Dann haben Mamai und ich schon einen Brief verfasst für die Klasse bzw. für die Lehrerin. Ja, wir bitten sie, bla 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 bla, falls wer dies und das gefunden hat oder es im Sekretariat abgegeben hat. Und dann habe ich telefoniert und habe mich auf Sanas Bett gesetzt. Auf einmal hat irgendwas vibriert, so bzz, bzz. Ich schaue nach unten, ihr Handy versteckt bei der Matratze.
Lass uns jetzt erklären, warum du es versteckt hast. Sie hat es nicht versteckt, oder? Doch, sie hat es versteckt. Sie hat es vergessen. Ja, aber weil sonst würde es keinen Sinn ergeben, wieso sie sagt, ja, ich habe das Handy. Ich kann euch erklären, ganz einfach. Weil ich glaube, du wolltest ein neues Handy. Nein, kann ich die Wahrheit sagen? Ja, sag die Wahrheit. Wenn ich immer im Früh aufstehe, dann bin ich immer gestresst und Mama ja, sagt genau. Und Mama sagt immer bis Ende, mach das da, mach das da, mach das da. Und dann muss ich meine Schulter schon, hab mein Handy dort im Bett gelassen und so. Und dann bla bla bla. Und die, ich hab es genommen und dann hat Mama gesagt, komm schnell, Sana, wir sind zu spät. Und dann bin ich einfach gegangen und ohne Handy. Aber wieso hast du dann uns erzählt, ja, ich hab das Handy in der Schule noch gesehen. Das heißt, jemand hat es geklaut. Ja, dann habe ich ihn am nächsten Tag erinnert, zum Beispiel Mittwoch. An den letzten Tag, meinst du nicht an den nächsten Entschuldigung, Tag. Das war unabsichtlich. Und du kannst nicht meine Gedanken lesen. Du weißt nicht überhaupt... Ihre Gedanken. Sie meint Gedanken. Ich fand es nur etwas verdächtig, da sie zwei Tage vorher immer gesagt hat, sie will ein Huawei-Handy. Ich will kein Huawei. Ich will einfach nur mein cooles iPhone haben oder so. Es geht hier um ein iPhone. Warte nur ab, bis er sich ein neues kauft und dir das alte abgibt. Ja, Sana, wenn ich mir ein neues iPhone kaufe, kriegst du mein altes. Echt? Ja. Voila. Ja, voila. Oh, danke. Oh, Leute, ich habe einen Witz zugeschickt bekommen. Und sie hat unten die Erklärung für Sana schon hingeschrieben. Das heißt, wir müssen Sana nichts erklären. Der Witz ist nur für dich und auch für uns, aber weißt du... Oh, danke schön. Wie heißt er ist auf dich. Sie heißt Mina Prinzess 01. Mina. Dankeschön, Mina. Ah ja, kann ich immer noch grüßen? Wir grüßen bitte jetzt alle um drei. Ich meine ich. Okay. Eins, zwei, drei. Carolina. Carolina, oder? Nicht Carolina. Carolina, wer kennt das nicht? Heute 2000 Carolinas zu mir genommen. Verstehst du denn? Weißt du, so, man isst und nimmt Carolinas. Lehrer, Kinder, was erhaltet ihr von der Kuh? Kinder sagen Milch. Lehrer, was erhaltet ihr vom Huhn? Kinder. Eier. Ja, Eier. Dann sagt Lehrer, was erhaltet ihr vom Schwein? Kinder antworten. Kacke. Nein, Hausaufgaben. Und jetzt die Erklärung für dich. Also er fragt, was erhaltet ihr vom Schwein? Und die Kinder sagen Hausaufgaben, weil die meinen, dass der Lehrer ein Schwein ist. Und der Lehrer gibt ihnen Hausaufgaben. Tut mir leid. Carlo, tut mir leid, Mina, das verstehe ich noch immer nicht. Oh mein Gott. Oh, mein Herz ist gebrochen. Meinst du, die Kinder nennen ihn Schweine? Ja. Oh, ich habe jetzt verstanden. Sano, der nächste Witz für dich. Wow. Dankeschön, wie heißt sie denn? Juliane, 15.15. Juliane, 15. Juliane. Egal. Wie nennt man einen Pinguin, der schaukelt? Was? Das weiß ich selber nicht. Schwinguin. Schwinguin? Was bedeutet das? Da musst du nicht mal was verstehen. Pinguin schaukelt, schwingen, Schwinguin. Was? Hä? Sano, Schwingen kommt im Schaukeln vor. Weil Schwingen Pinguin. Ja. Der Postbote, der bei uns austrägt, heißt Carsten. Er grüßt nie zurück. Vielleicht sollte ich ihn anders begrüßen und nicht immer mit Hallo Briefkasten. Was ist blau und steht am Straßenrand? Also nein, was ist nicht blau, sondern grün? Sollte grün sein. Also was ist grün? Schlange, warte, sagst du es mir nochmal? Ja, was ist grün und steht am Straßenrand? Straßenrand? Ampel. Nein, ich sag's euch. Eine Prostituierte. Hä? Oh, dann würde wieder blau Sinn machen. Ey, wie kommst du jetzt auf den Grün? Kannst du nicht lesen? Ich habe Frosch gelesen. Eine Prostituierte. Das mag ich nicht erstens. Ich mag keine Frösche. Die sind urekelhaft. Ja, Frösche sind wirklich ekelhafte Tiere. Hat nicht in irgendeiner Geschichte mal jemand einen Frosch geküsst? Hallo? Tiana! Du kennst das nicht? Das ist Disney. Froschkönig! Ach so. Der Froschkönig. Ja, okay. Heißt es wirklich der Froschkönig? Ja. Nein, heißt es nicht Küsst den Frosch? Ist das nicht Rapunzel? Nein. Tiana. Rapunzel ist Lass dein Haar herunter. Das ist Rapunzel. Ich zeig aber sagt Frosch. Das nicht der Frosch? Lass dein Haar herunter und küsst sie dann? Nein. Es sagt nicht ein Frosch, lass dein Haar herunter. Tiana. Es sagt ein Typ, weil er klettert dann an ihren Haaren hoch. Aber war der Typ nicht vorher ein Frosch? Nein. Und wisst ihr was, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das war's mit dem Video. Bye, ja.
Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat und ihr nächste Folgen sehen wollt von dieser Serie. Machen wir eh bald. Nächste Woche kann er schon gehen. Ja, dann, ich kann Junge. Nächste Woche wieder gehen. Also ich habe ja immer noch, warte, ich will ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe ja immer noch... Diese Schiene. Meine Schiene. Leute, hat euch das Video gefallen? Super, gell? Ja. Lass hat dir gefallen? Nicht, okay. Folgt mir auf Instagram und erinnert mich auf Snapchat, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und mir weitere Witze... Bis bald, auf Wiedersehen und hasta la vista. Ni hao, ciao, ciao.